Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge und wir reden in dieser Folge über den Reaktionsweg, den Bremsweg und den Anhalteweg. Jetzt, Freunde, is the moment we've all been waiting for. Wir schauen mal, dass ich das Mikrofon drehe, ohne dass der Ton ausgeht. Haltet euch fest. Weil wir jetzt malen. Soll ich da so ein bisschen nachjustieren? Guck mal, was wir hier haben. Was ich jetzt mit euch machen wollte, ist Bremsweg. Jesus, der Bremsweg ist so ein Ding, da denke ich jedes Mal, wie sollt ihr das denn verstehen? Pass auf. Die unterscheiden in der Fahrschule drei Dinge. Die unterscheiden den RW, dann unterscheiden die den BW und dann suchen die den blauen Stift. Als wenn die so mini schreiben. Naja, egal. Da steht A. Kann man das überhaupt lesen online? Also, es gibt den RW, den BW und den AW. Reaktionsweg, Bremsweg, Anhalteweg. Okay, nochmal. Reaktions-, Brems-, Anhalte. Die Formel für den Reaktionsweg, ganz einfach, ist Geschwindigkeit durch 10 mal 3. Jetzt sagt ihr, Rob, Alter, hör mal auf, es ist Montagmorgen hier, 12 Uhr gleich und ich hab keinen Bock auf Mathe. Braucht ihr ja gar nicht, komm schon, so kompliziert ist das nicht. Wenn ich 50 fahre und ich teile 50 durch 10, dann habe ich noch wie viel? 5. 50 Euro durch 10 habe ich 5 Euro. So, und jetzt mal 3. Wie viel habe ich dann? Ganz einfach. So, 15 Meter. Super, das ist gut, habt ihr verstanden. Perfekt. Also könntet ihr euch schon mal merken, dass ihr bei 50 km/h einen Reaktionsweg von 15 Meter habt. Ich schreibe hier drunter mal gleich Meter. Damit ihr das da nicht verwechselt. So, dann mache ich hier einen Strich, damit wir das hier auch alle schön voneinander trennen. Beim Bremsweg ist das so, da hat man Folgendes gemacht. Da hat man Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10 genommen. Also wir haben gerade schon gesagt, Geschwindigkeit durch 10 bei 50 waren ja wie viel? 5. Dann das gleiche einfach nochmal. Nochmal Geschwindigkeit durch 10, also nochmal 5. Und dann muss ich nur noch, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, 5 mal 5 rechnen. Was habe ich für einen Bremsweg bei 50 km/h? Guck mal, ihr Katzen. Da, Saskia, sauber, sieht doch gut aus. 25 Meter, 25 Meter, kann ich gut mit leben. Ja, also quasi halber Tacho. Blogger, wenn du jetzt 100 fährst, ne? 100 km/h. Was hast du denn bei 100 km/h für einen Bremsweg? Jetzt musst du 100 durch 10 rechnen, dann kommt da raus 10. Und dann musst du das Ganze mal 100 durch 10 rechnen und dann kommt da raus, richtig, dann passt das mit dem halben Tacho nicht. Das heißt also, bei 100 ist dein Bremsweg 100 Meter. Also passt das mit dem halben Tacho nicht so ganz. Mal hier nochmal einen Strich. Oh, das Geschwindigkeit ein bisschen durchgestrichen, sorry. Der Anhalteweg ist ganz einfach, pass auf, es ist RW plus BW, oder? Kriegt ihr hin, oder? RW plus BW. Und damit ihr jetzt wisst, was der Reaktionsweg ist, male ich hier unten ein. Ihr müsst erraten, was es ist. Erratet es. Boah, was? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist das für ein Niveau von Unterricht hier heute, was wir hier haben? Ehrlich, so hätte ich mir mal digital meine Schule früher gewünscht. Schön auspennen zu Hause. Dann mein Lehrer macht da irgendwie den Larry da. So. Kann man erkennen, was ich da gemalt habe? Als eine Avocado. Ja, fast. Komm schon. Ey, er kennt das doch. Ihr wisst, was es ist. Oder? Freunde der guten Gesellschaft. Was habe ich hier gemalt? Habe ich euch gesagt, dass ich mal tätowiert habe? Ihr wisst es, oder? Kommt schon. Ein Auge, danke. Es ist ein Auge. Reaktionsweg bedeutet immer der Moment, wo du checkst, dass du auf einer Party stehst und jemand eine Flasche auf dich wirft. Und dann macht dein Gehirn ja Folgendes, es denkt nach. Es sagt dann so, hoffentlich, es sagt dann so Sachen wie, Rob macht Auge, Shani. Also dein Gehirn macht dann so Sachen wie, Alter, der hat die Flasche geworfen. Wenn du jetzt nicht ausweichst, fliegt dir die voll in die Fresse. Das wäre doof. Und dann siehst du scheiße aus. Willst du scheiße aussehen? Nein. Dann weiche ich jetzt besser aus. Bis zu dem Moment, wo ihr so macht, da passiert was anderes. Aber all das, was dann in eurem Kopf abgeht, das ist der
Reaktionsweg. Verstanden? Das bedeutet gleichzeitig, wenn ihr im Auto fahrt, der Moment, wo ein Kind auf die Straße rennt und ihr denkt so, Alter, wenn ich jetzt weiterfahre, nagel ich das Kind um. Bis zu dem Moment, wo ihr dann anfangt, ich sollte ja vielleicht mal lieber B wählen. Ich brauche einen Bremsweg. Deswegen male ich jetzt einen Kann es jemand erkennen? Es ist ein Es ist Banane. Freunde, was ist da los? Bis zu dem Moment, wo ich auf die Bremse baller. Der Moment, wo ich auf die Bremse baller, ist der Bremsweg. Dann ist er hier weg und hat auch nichts mit dem Anhalteweg zu tun. Der Moment, wo ihr auf die Bremse drückt und das Auto macht und bleibt dann stehen, das ist der Bremsweg. Der nackte Bremsweg. Mehr nicht. Safe. Und am Ende des Tages müsst ihr halt schauen, was wollen die von euch in der Prüfung? Wenn die den Anhalteweg wollen, dann müsst ihr nichts weiter tun als den Reaktionsweg plus den Bremsweg gleich. Oh, das kann man nicht mehr lesen. Mal ich da drunter. Gleich. An. Schöne Schrifttor. Anhalteweg. Aber scheinst in Kunst auch kein Talent gehabt zu haben. Och Mann, ey. Doch, Kunst und Sport war ich immer 1 oder 2. Einmal hatte ich eine 6 in Sport. Das war aber das Halbjahr, in dem ich suspendiert wurde vom Sportunterricht, ein halbes Jahr. Aber das ist eine andere Geschichte. Hat das jeder verstanden? Habt ihr da Fragen zu? Zu dicker Fußzeh. Mann, komm schon, das ist hier alles eine Symbologie. Nee, ich glaube, das Wort heißt Symbolik. Frage, Rob, ist halber Tacho als Abstand außerorts noch aktuell? Waldratte, ja. Gut, schön, dass du sowas weißt. Also wenn du außerhalb geschlossener Ortschaft fährst mit 100 km/h, brauchst du 50 Meter Abstand, kannst du perfekt an den Leitpfosten an der Seite abmessen. Super. So, sieht man am C. Freunde, Mann ey. Also, versucht euch das zu merken. Ihr könnt auch gerne hier, für die, die im Fahrschulprogramm auch zuschauen, macht euch einen Screenshot vom Handy oder hier vom Bildschirm oder sowas. Macht irgendwas, weil ihr werdet diese Frage in der Prüfung brauchen.